Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich was Kleines für euch. Ein Doppelpack-Set von DP02. Also das sind zwei. Was ist da drin? Wir finden es gleich raus. Also, bis gleich. Und da sehen wir wieder. Jetzt schauen wir mal, wo wir rausfinden, was da drin ist. Es sind zwei BT15 Booster und eine Promokarte drin. Dann mache ich das Ding mal auf und es ist seitlich zugeklebt. Das muss ich natürlich mit einem Messer öffnen. Diese liebe dieses Kenji Watanabe Artwork von Garurumon und Very Garurumon und so. Und ich hoffe natürlich auf viele Garurumon kann. Aber mein wichtigstes Ziel, Tentomon. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist schön. Könnte weniger Plastik sein. Mehr Papier. Dann wäre ich glücklich. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich das so rauskriege, damit die Secret-Karte hier noch verdeckt bleibt. Zwei Booster. Etwas Kleines und Schönes für dieses Video. Und dann schauen wir uns mal die Booster an, was wir hier drin finden. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was wir hier drin finden. So, wir haben hier, oh, gehen wir hier ein bisschen weiter vor. Oh, jetzt habe ich voll gegen das Mikrofon gehauen, es tut mir so leid. So, wir haben Demi-Wemon, Candlemon, Scorpiomon, nice, Akatorimon, Akatorimon ist neu. Cool, ich kenne Kokatorimon. Aber Akatorimon ist neu. Wizardmon und meine Güte. Okay, den Artist feiere ich auch voll. Wer ist es? Kasumasa Yasukuni. Alter Falter, was ist das für ein krasses Artwork? Wunderschön, Wizardmon. Dann haben wir Geremon. Geil in der Vending Machine. Weilmon. Sehr cooles Artwork. Ich liebe die Digimon Artworks. Meine Güte. Mist Barrier. Oh, ist aus der Serie. Mit Myotismon. Dann haben wir hier Jellymon. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Jellymon drin ist. Cool. Varu Sidramon. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Dann haben wir Marvin Jackson. Ich habe hier. Ist das ein Fehler? Habe ich hier einen Rare extra gekriegt? Und wir haben Machine Dramon. Nice. Cooles Artwork. Ich habe jetzt drei Rares gehabt. Ist das normal? Ah, nee, ist eine Limited-Karte. Hier steht LM. Ah. Cool. Ankommen. Okay. Nice. Machen wir den nächsten Pack auf. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nichts davon geöffnet, von dem Display. Also das Display liegt hier. Genauso wie EX05, wo ich noch hinterher hänge. Aber ich hole langsam auf. Das mache ich noch auf, also. Wer weiß, vielleicht ist das nächste Video schon das BT15 Display. Also, wir haben hier Woodmon. Yudamon. Wieder eine Limited Common Karte. Sehr schön. Machen wir hier Limited und hier Dings. Bin echt überrascht. Dann haben wir Venom Infusion. Wir haben Lugamon. Gizamon. Babamon. Oh, guckt sie euch an. Im Koki Artwork. Koki macht so wunderschöne Digimon Artworks. Ich sammle die Karten eigentlich auch nur fast nur wegen den Artworks. Lady Devimon, wunderschön. Canon Dramon. Ich liebe auch diese Common Full Arts. Dann haben wir Impact of Knowledge, natürlich für mein Kaboterimon Boy. Mega Kaboterimon. Nice. Dann haben wir Tetismon, wieder Limited. Sehr schön. Dann haben wir
Darf ich die überhaupt zeigen? Rosemon X Antibody. Wow. Wow. Was für eine Karte. Und dahinter ein Phoenixmon. Auch nicht schlecht. Oh, die Rosemon ist ja heftig. Okay. Und was ist nun unsere Promokarte? Hiro Amano Kara. Das Memory Chamber voll gut. Das ist der Hiro jetzt. Wow, nice. Den nehme ich gerne. Sehr schön. Das war's. Das war das Doppelpack Set 02, DP02. Ich kann mich nicht beschweren. Viel Schönes dabei. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich wissen, welche Karten ihr aus dem Set feiert und gerne gesehen hättet. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nicht viel zu sagen, außer auf jeden Fall fürs Reinschauen. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Oder Livestream oder so. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.